Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus Zürich zum zweiten Frauenherzsymposium in Würselen. Es ist sehr schade, dass wir uns nicht persönlich heute sehen können, aber ich hoffe, dass ich Ihnen trotzdem durch diesen kurzen Online-Beitrag das Takotsubo-Syndrom etwas näher bringen kann. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Eigentlich wäre meine Frau heute vorgesehen für diesen Beitrag. Ich werde sie jetzt vertreten. Das sollte nicht schlimm sein, weil wir vor 10 Jahren hier nach Zürich gekommen sind und seitdem sehr intensiv mit unserer Arbeitsgruppe uns mit dem Takotsubo-Syndrom beschäftigen. Und kurz noch zu meiner Person. Ich bin hier Leiter der interventionellen Kardiologie am Universitären Herzzentrum Zürich. Und meine Frau ist primär wissenschaftlich tätig. Und gemeinsam leiten wir eine Arbeitsgruppe mit vielen Doktoranden und Masterstudenten und einigen Fellows. Und aus dieser Erfahrung der letzten 10 Jahre möchte ich Ihnen jetzt gerne das Takotsubo-Syndrom etwas näher bringen. Es gibt keine Interessenskonflikte zu den hier gezeigten Arbeiten. Starten möchte ich gerne hiermit. Und zwar ist die Erkrankung das erste Mal 1990 von japanischen Wissenschaftlern beschrieben worden. Hier oben links im Bild Dr. Sato, der einige Fälle in einer Case-Serie beschrieben hat, damals noch in einem japanischen Buchartikel. Und zwar hat er postmenopausale Frauen gesehen, die sich mit den typischen Symptomen eines Herzinfarktes vorgestellt haben. Und in der linksventrikulären Angiografie konnte man dann nach Ausschluss von einer signifikanten koronaren Herzerkrankung beziehungsweise einem Koronararterienverschluss dieses Bild sehen. Sie sehen hier die hyperkontraktile Herzbasis. Sie sehen eine bauchige Herzspitze. Und diese Form mit dem engen Hals und dem bauchigen Körper erinnerte den Erstbeschreiber an diese Tonkrüge, mit denen in Japan früher Tintenfische gefangen wurden. Die Tintenfische konnten durch den engen Hals in den Tonkrug rein, aber nicht wieder durch den engen Hals hinaus. Und Takotsubo bedeutet im Prinzip nichts anderes als Tintenfischfalle. Es gab dann 2005, also 15 Jahre später, eine Arbeit, sehr hoch publiziert von Wittstein, die bei 13 Patienten Stresshormone gemessen hat mit dem Takotsubo-Syndrom und das verglichen hat zu 7 Patienten mit Myokardinfarkt. Und Sie sehen hier, dass die Stresshormone im Blut der Patienten deutlich höher waren, als das bei Patienten mit Herzinfarkt der Fall war. Und daher hat die Erkrankung auch den Namen Stresskardiomyopathie damals bekommen. Also die Katecholamine scheinen eine ganz entscheidende Rolle in der Pathophysiologie zu spielen. Hier sehen Sie die Anzahl an Publikationen vom Takotsubo-Syndrom in den letzten Jahren. Und ich erwähnte, dass 1990 die Erkrankung das erste Mal beschrieben worden ist. Dann hat sich eine ganze Zeit lang gar nichts getan. 2005 gab es dann die eben kurz gezeigte Arbeit und seitdem steigt eigentlich das Interesse und die Forschung an diesem Syndrom rapide an und heutzutage haben wir so circa 2 neue Arbeiten pro Tag über diese Erkrankung. Das ist die Prävalenz der Erkrankung. Sie sehen hier links Daten aus Schweden, rechts unsere eigenen Daten aus dem Unispital in Zürich und man erkennt die ansteigende Prävalenz und die Erkrankung gilt eigentlich als sehr seltene Erkrankung. Ich bin der Meinung, dass die Erkrankung gar nicht so selten ist, sondern sehr häufig auch unterdiagnostiziert ist. In Schwarz sehen Sie hier zum Beispiel Männer und Frauen zusammen und in Rot nur die Frauen. Das bedeutet jetzt, dass in den letzten Jahren immer hier, aber auch jetzt schon 7 Jahre her, circa 6% aller Frauen, die sich in der Notaufnahme mit den typischen Zeichen eines Herzinfarktes vorgestellt haben, am Ende ein Takotsubo-Syndrom hatten. Bei Männern ist dieser Prozentsatz deutlich niedriger, hier bei ca. 0,5%, aber beim Herzinfarkt natürlich mehr Männer betroffen sind und beim Takotsubo-Syndrom deutlich mehr Frauen, wie wir gleich sehen werden. Bei uns am Unispital in Zürich haben wir ca. 40 neu diagnostizierte Takotsubo-Syndrom-Fälle pro Jahr bei ca. 800 akuten Koronarsyndromen. Es gibt für die Erkrankung eine ganze Reihe an Namen, die verwendet worden sind. Stresskardiomyopathie, Takotsubo-Kardiomyopathie, Apical Ballooning-Syndrom und so weiter. Man hat sich in den letzten Jahren
eigentlich darauf geeinigt, dass man die Erkrankung am ehesten als Syndrom klassifiziert, daher auch hier die Begrifflichkeit Takotsubo-Syndrom. Was ist denn das Takotsubo-Syndrom nun eigentlich? Nun, es ist sicherlich ein akutes Herzinsuffizienzsyndrom. Wenn man sich aber jetzt mögliche Differentialdiagnosen anschaut, wie den klassischen Herzinfarkt, wo wir eine Plaque-Ruptur oder Plaque-Erosion haben, oder aber auch, wie wir es selten sehen, die Prinzmetall-Angina, also eine vasospastische Angina der epikardialen Gefäße, dann könnte man auch, weil beim Takotsubo-Syndrom deutet viel darauf hin, dass wir einen Spasmus der Mikrozirkulation haben, das Takotsubo-Syndrom als mikrovaskuläre Form des akuten Koronarsyndroms ansehen. Also wir gehen davon aus, dass wir neben dem akuten Herzinsuffizienzsyndrom, wenn wir es klassifizieren wollen, keine Kardiomyopathie sehen, sondern auch ein Syndrom und dann am ehesten ein mikrovaskuläres akutes Koronarsyndrom. In den letzten Jahren, haben Sie gesehen, ist viel erforscht worden. Trotzdem ist beim Takotsubo-Syndrom es so, dass die Erkrankung noch lange nicht verstanden ist. Das Puzzle, was wir zum kompletten Verständnis der Erkrankung brauchen, setzt sich nach und nach zusammen und viele Puzzleteile sind auch bereits konnektiert aneinander. Was wir wissen, dass es eine ganz starke Hirn-Herz-Assoziation gibt. Emotionen entstehen im Hirn. Es gibt auch viele physische Trigger, die ihren Ursprung im Hirn haben. Und bei dieser Erkrankung spielt Hirn und Herz eine ganz entscheidende Rolle. Trotzdem ist die Erkrankung immer noch nicht hinlänglich verstanden. Und deswegen haben wir vor 10 Jahren am Unispital in Zürich eine Initiative gestartet, ein Register gegründet, das sogenannte Intertac-Register, mit dem Ziel, ein weltweites Netzwerk zu schaffen, um die Erkrankung klinisch näher zu charakterisieren. Später sollte dieses Netzwerk dann auch mal genutzt werden, um prospektive Studien durchzuführen. 2015 konnten wir eine Arbeit über die klinische Charakterisierung der Erkrankung mit damals immerhin 1750 Patienten publizieren. Sie sehen, das ist eine Erkrankung primär der postmenopausalen Frau. So haben wir insgesamt 90% Frauen, die von dieser Erkrankung betroffen sind und ca. 80% der Patienten sind Frauen über 50 Jahre alt. Sie kennen vielleicht die Erkrankung als emotional vermittelte Erkrankung. Der Klassiker ist eigentlich der Tod einer geliebten Person als emotionaler Trigger. Nun, in den letzten Jahren wurden mehr und mehr auch physische Trigger beschrieben. Und wenn man heute alle Trigger genau analysiert, dann sind die physischen Trigger sogar etwas häufiger als emotionale Trigger. Sie sehen hier 36% versus knapp 28%. Und unter den bekanntesten physischen Triggern zählt die akute Luftnot, also eine exazerbierte COPD oder ein akuter Asthmaanfall, aber auch im Rahmen von Operationen, von Narkosen. Patienten, die zum Beispiel eine Narkoseeinleitung bekommen, kriegen oft von den Anästhesisten Katecholamine zur Stabilisierung des Blutdrucks. Und da haben wir einige Patienten, die im Rahmen solch eines Eingriffs bzw. Narkose ein Takotsubo-Syndrom entwickelt haben, aber auch relativ häufig zentral nervöse neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Epilepsie, eine Subarachnoidalblutung oder ein Schlaganfall, welche als Trigger für das Takotsubo-Syndrom vorkommen können. Die bekannten emotionalen Trigger sind Trauer, Ärger, plötzliche finanzielle Probleme, Mobbing am Arbeitsplatz, die Diagnose einer schweren Erkrankung und so weiter. Sie sehen hier noch einmal emotionale und physische Trigger aufgelistet. Und wenn man sich die Liste der physischen Trigger und die Organsysteme anschaut, dann kann man sagen, dass der Ursprung der Erkrankung im Prinzip in jedem Organsystem liegen kann. Und das zeigt uns auch, dass diese Erkrankung nicht nur für Kardiologen interessant sein sollte, sondern für alle anderen Disziplinen auch. Von diesen damals beschriebenen 485 Patienten mit emotionalen Trigger konnten wir 20 Patienten identifizieren, die ein Takotsubo-Syndrom entwickelt haben nach einem sehr freudigen Ereignis. Da waren zum Beispiel Patienten dabei, wie hier Patient Nummer 14, der mehrere Jackpots nacheinander im Casino gewonnen hat und direkt im Anschluss ein Takotsubo-Syndrom entwickelt hat. Aber auch Patienten, die Freunde nach über 50 Jahren wiedergesehen haben, eine Geburtstagsparty,
eine Hochzeitsparty und so weiter. Diese Subgruppe von Patienten haben wir in Analogie zum Broken Heart Syndrom, wie das Takotsubo-Syndrom auch heißt, Happy Heart Syndrom genannt. Kommen wir zu den Symptomen. Nun, die Symptome von Patienten mit Takotsubo-Syndrom sind die gleichen Symptome, wie wir es von Patienten mit Herzinfarkt kennen. Luftnot, Thoraxschmerzen. Patienten können aber auch mit einer Synkope oder mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand das erste Mal auffallen. Am EKG gibt es vielfältige Veränderungen. Wir haben relativ häufig ST-Streckenhebungen, gerade zu Beginn der Erkrankung, selten, und das ist anders als beim akuten Koronarsyndrom, ST-Streckensenkungen. Relativ häufig gibt es dann wieder T-Wellen-Negativierungen, so insbesondere an Tag 2, 3, über die ganze Vorderwand ausgeprägt, aber auch eine Verlängerung der QT-Zeit. Und deswegen gehören diese Patienten monitorisiert in den ersten Stunden. Es gibt aber auch Patienten, die mit einem komplett normalen EKG vorstellig werden. Kommen wir nun zu den Typen. Nun, wir unterscheiden vier verschiedene Typen. Der häufigste Typ, das ist der Klassiker, der apikale Typ. Sie sehen hier die hyperkontraktile Herzbasis, den bauchigen Körper mit großen Bereichen der Akinesie in den mitventrikulären Abschnitten und der Herzspitze, die hier eine leichte Kontraktion zeigt, was wir als Nippelzeichen bezeichnen würden. Dann drei weitere Typen, den mitventrikulären, basalen und fokalen Typen. Diese drei Typen werden auch als atypische Form bezeichnet. Sie sehen hier zum Beispiel, dass die mittleren Wandabschnitte nicht mehr kontrahieren, dafür allerdings die Herzspitze sehr, sehr gut kontrahiert. Hier sehr selten dann den basalen Typen. Sie sehen, die Herzbasis pumpt hier überhaupt nicht mehr, dafür aber sehr, sehr gut die Herzspitze. Und ganz selten den fokalen Typ. Zu diesem Typen muss man sagen, dass die Wandbewegungsstörung hier anterior im Prinzip auch im Versorgungsgebiet von einem einzelnen Herzkranzgefäß liegen kann. Daher ist es hier besonders wichtig, eine kardiale Magnetresonanztomographie anzuschließen, um einen klassischen Myokardinfarkt hier auszuschließen und durch das nachgewiesene Ödem und das Fehlen eines Late Enhancements die Diagnose Takotsubo-Syndrom zu bestätigen. Nun, allen Typen gemeinsam ist, dass wir akut eine deutliche Einschränkung der Pumpfunktion haben. Diese normalisiert sich allerdings nach 8 Wochen komplett wieder. Diese drei Typen hier wurden in den letzten Jahren immer häufiger diagnostiziert, natürlich auch mit zunehmendem Wissen über diese Erkrankung. Wie sieht das mit Rezidiven aus? Nun, es gibt bei ca. 5 bis 10% der Patienten auch ein Rezidiv. Und interessanterweise kann bei diesem Rezidiv der Typ sich ändern. Wir haben zum Beispiel Patienten, die zunächst einen apikalen Typ hatten, dann aber einen mitventrikulären Typen oder andersherum. Und auch der Trigger kann ändern. So müssen Patienten nicht immer einen physischen Trigger haben. Sie können beim nächsten Mal auch einen emotionalen Trigger entwickeln. Oder wenn man zuerst einen emotionalen Trigger hatte, kann beim nächsten Mal auch ein physischer Trigger oder beides vorliegen. Hier eine kurze Fallpräsentation. Es handelt sich um eine 66 Jahre alte Patientin, die in der Anamnese eine Angststörung hat, als kardiovaskulären Risikofaktor und das Rauchen. Diese Patientin wurde während der Narkoseeinleitung plötzlich reanimationspflichtig und wurde für 30 Sekunden reanimiert. Im EKG zeigten sich zunächst keine groben Auffälligkeiten. Die Herzenzyme waren leicht erhöht, das Troponin, Myoglobin, CK zunächst normal. Es erfolgte dann eine Herzkatheteruntersuchung, wo sich hier in der Vergrößerung von hier eine filiforme Stenose des Vorderwandgefäßes nach Abgabe eines großen Diagonalastes sehen. Die rechte Herzkranzarterie zeigte lediglich leichte Wandunregelmäßigkeiten, keine Stenosen. Es erfolgte dann die Implantation eines medikamentenbeschichteten Stents und die linksventrikuläre Angiografie. Und hier sehen Sie dieses Bild. Sie sehen eine hyperkontraktile Herzbasis, eine hyperkontraktile Herzspitze und die mitventrikulären Abschnitte hier wie eine Manschette ums Herz sehen Sie eine Akinesie. Und dieser Bereich der Wandbewegungsstörung passt nun nicht zu der Stenose des Vorderwandgefäßes. Hätte diese Vorderwandstenose zu einem Myokardinfarkt geführt, dann hätten wir sicherlich keine hyperkontraktile Herzbasis, sondern hier im anterioren und Spitzenbereich eine deutliche Hypo- bis Akinesie.
Es erfolgte dann einige Tage später eine kardiale Magnetresonanztomographie. Und hier konnte man dann ein Late Enhancement, wie wir es beim klassischen Herzinfarkt sehen worden, ausschließen. Und die Pumpfunktion hatte sich auch bereits wenige Tage nach dem Ereignis wieder komplett normalisiert, sodass wir die Diagnose stellen konnten: mitventrikuläres Takotsubo-Syndrom mit begleitender, signifikanter koronarer Herzerkrankung. Die koronare Herzerkrankung galt viele Jahre lang als Ausschlusskriterium für die Diagnose eines Takotsubo-Syndroms. Das konnte man in den letzten Jahren deutlich revidieren. Es handelt sich primär um postmenopausale Frauen. Insgesamt weisen doch 23% der Patienten eine koronare Herzerkrankung definiert als Stenosen größer gleich 50% auf. Von diesen 23% haben immerhin ein Drittel eine koronare Mehrgefäßerkrankung eine weitere wichtige Analyse betreffend der Komorbiditäten zeigt hier, dass neurologische und psychiatrische Komorbiditäten sehr häufig vorkommen. Über 50% der Patienten weisen so eine Diagnose, entweder akut oder chronisch, auf. Und das liegt nur bei circa jedem vierten Patienten mit klassischem akuten Koronarsyndrom vor. Betrachtet man nur die rein neurologischen Erkrankungen, haben wir ein Verhältnis von 27 zu 14%. Und bei den rein psychiatrischen Diagnosen von 42 zu 14%. Die akuten neurologischen Erkrankungen, ich erwähnte es bereits, sind die Epilepsie, der Schlaganfall und die Blutung. Und bei den akuten psychiatrischen Erkrankungen haben wir die Stress- und Adjustment-Erkrankungen, die affektiven Störungen und die Angststörungen. Wir haben dann in Kooperation mit dem Neuropsychologischen Institut der Universität Zürich funktionelle Magnetresonanztomographie-Untersuchungen durchgeführt von den Gehirnen der Patienten mit Takotsubo-Syndrom. Und hier sah man interessanterweise strukturelle und funktionelle Veränderungen im limbischen System, also in der Amygdala, im Hippocampus, in der Inselregion, in den Regionen, die Emotionen verarbeiten. Und wir gehen davon aus, dass Patienten, die chronisch vermehrt Stress haben, und die gleichzeitig noch diese funktionellen und strukturellen Veränderungen im Gehirn haben, eine erhöhte Suszeptibilität haben, dass die Schwelle schneller erreicht wird im Rahmen eines akuten Stressereignisses, um das Takotsubo-Syndrom auszulösen. Dies eine Arbeit im Rahmen eines Editorials von dem Kollegen, der damals 2005 diese Stresshormone beschrieben hat, zu einer unserer publizierten Arbeiten. Und der Herr Wittstein beschreibt hier vier unterschiedliche Profile, Profil A bis Profil D. Profil A sind Patienten mit einem niedrigen Risiko, ein Takotsubo-Syndrom zu entwickeln. Das sind primär Patienten mit einer normalen mikrovaskulären Funktion und mit einem normalen Sympathikotonus, wohingegen Patienten im Profil D ein sehr hohes Risiko haben. Dies sind primär postmenopausale Frauen, Patienten mit Depressionen, die Antidepressiva einnehmen. Und diese Patienten sind charakterisiert durch eine eingeschränkte mikrovaskuläre Funktion und einem hohen Sympathikotonus. Und bei diesen Patienten im Profil D braucht es nur einen recht geringen Trigger, damit es zur Auslösung des Takotsubo-Syndroms kommt, wie hier rechts im Bild zu sehen, wohingegen Patienten im Profil A einen deutlich stärkeren Trigger brauchen, damit es zur Entwicklung eines Takotsubo-Syndroms kommt. Es gibt in der Medizin eine ganze Reihe an Scores, die wir täglich in unserer Arbeit verwenden. Wir haben hier einen Diagnostik-Score entwickelt, der uns die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines Takotsubo-Syndroms in der Notaufnahme ohne Bildgebungsmodalitäten oder Laborwerte berechnen kann. Dieser Score besteht aus insgesamt 7 verschiedenen Parameter. Insgesamt können 100 Score-Punkte erreicht werden. Und das sind Faktoren, die wir eben auch schon kurz angesprochen haben. Das ist das weibliche Geschlecht. Das sind Trigger emotionaler oder physischer Natur. Das ist das Fehlen von ST-Streckensenkungen. Diese sind häufiger beim klassischen ACS. Das ist eine psychiatrische oder neurologische Diagnose. Die kann akut stattgehabt oder chronisch sein. Und es ist die Verlängerung der QT-Zeit. Und mit diesem Score erreicht man eine sehr, sehr gute Sensitivität und Spezifität. Und Sie sehen aber hier, dass die Validierung an 173 Takotsubo-Syndrom-Patienten und 226 ACS-Patienten erfolgt ist.
Und nun ist es natürlich so, dass die Wertigkeit eines solchen Scores abhängig ist von der eigentlichen Prävalenz einer Erkrankung. Und die Prävalenz bei Patienten mit Brustschmerz ist sicherlich nicht so hoch wie hier angegeben, sodass man die eigentliche Prävalenz von 4 bis 5% mit einrechnen muss. Und dann verschiebt sich diese Kurve, die wir hier sehen, auf der X-Achse weiter nach rechts. Und man muss also jetzt diese blaue Kurve hier sehen. Das bedeutet, dass man natürlich höhere Punktwerte braucht, um die gleich hohe Wahrscheinlichkeit für ein Takotsubo-Syndrom zu haben. Wir können also sagen, wenn ein Patient einen Scorewert von zum Beispiel 40 hat, hat er eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines Takotsubo-Syndroms. Wenn er aber Scorewerte von 70 zum Beispiel hat, hat er eine immerhin 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines Takotsubo-Syndroms. Müssen Sie sich diese Parameter hier nicht auswendig merken. Sie sind einfach abrufbar auf unserer Homepage www.takotsubo-registry.com. Und hier erhalten Sie durch Anklicken dieser Parameter sofort den Scorewert und die entsprechende Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen des Takotsubo-Syndroms. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man keine Herzkatheteruntersuchung durchführen muss. Also es ist zwingend erforderlich. Es zeigt Ihnen lediglich die Wahrscheinlichkeit an, ob ein Takotsubo-Syndrom vorliegt oder nicht. Kommen wir zu den Komplikationen. Nun, es gibt eine ganze Reihe an Komplikationen. Es ist nämlich nicht eine Erkrankung, wie du mir angenommen, die sehr benigne ist. Es können zahlreiche Komplikationen auftreten. Das sind Komplikationen, die durch die Herzinsuffizienz entstehen, angefangen von einer leichten Stauung bis hin zum schweren kardiogenen Schock mit der Notwendigkeit von Herz-Kreislauf-Unterstützungssystemen. Sehr selten sehen wir mechanische Komplikationen. Was wir gelegentlich sehen, sind Herzrhythmusstörungen. Ich erwähnte bereits die Verlängerung der QT-Zeit. Hier sind die Patienten gefährdet für maligne Herzrhythmusstörungen. Und wir haben thromboembolische Komplikationen, wie zum Beispiel Schlaganfälle oder periphere Embolisation. Die Langzeitprognose der Patienten ist, und hier sehen Sie in Rot, ist klassischer ACS, in Blau das Takotsubo-Syndrom, ist genauso gut oder schlecht wie von Patienten mit ACS. Wenn man jetzt das etwas genauer betrachtet und eine Einteilung hinsichtlich der Triggerfaktoren macht, dann sieht man hier in lila dargestellt, dass Patienten, die einen emotionalen Trigger hatten, eine sehr günstige Prognose haben. Und das sind die Patienten, die man früher kannte. Und früher galt die Erkrankung primär als benigne Erkrankung. Das war also richtig. Wenn man allerdings Patienten betrachtet mit neurologischen oder physischen Triggern, diese Trigger wurden erst in den letzten Jahren vermehrt beschrieben, dann ist die Prognose natürlich auch durch die Grunderkrankung deutlich schlechter als zum Beispiel von Patienten mit ACS hier in Rot dargestellt. Und deswegen liegt die Wahrheit wie so oft genau in der Mitte. Gesamthaft betrachtet ist die Prognose gleich wie beim ACS, aber man kann eine Einteilung machen nach den Triggerfaktoren. Kommen wir zu den Diagnosekriterien. Es gibt eine ganze Reihe an Diagnosekriterien. Die Mayo-Kriterien sind Ihnen vielleicht bekannt. Diese wurden dann 2008 revidiert. Es gab allerdings keine einheitlichen internationalen Diagnosekriterien. Es gab noch Kriterien aus Japan, aus Schweden, aus der Johns Hopkins Universität. Und wir haben hier 2018 mit Experten aus den USA, aus Australien, aus Asien und aus Europa uns auf internationale Diagnosekriterien geeinigt. Es handelt sich beim Takotsubo-Syndrom um eine transigente linksventrikuläre Dysfunktion. Und die Wandbewegungsstörung ist gewöhnlich größer als das Versorgungsgebiet eines einzelnen Herzkranzgefäßes, mit Ausnahme des fokalen Typens. Dann liegen häufig Trigger vor, ist aber keine Notwendigkeit. Und wir haben häufig eben auch neurologische Erkrankungen und die sind sicherlich kein Ausschlusskriterium. Das Pheochromozytom ebenso. Pheochromozytome galten früher mal als Ausschlusskriterium, aber natürlich kann auch eine endogene Katecholaminausschüttung zu einem Takotsubo-Syndrom führen. Dann Biomarker. Das Troponin ist oft erhöht. Besonders erhöht ist oft das BNP bei den Patienten. Die koronare Herzerkrankung ist sicherlich kein Ausschlusskriterium. Was wir ausschließen müssen hingegen, ist die infektiöse Myokarditis. Hier bietet sich auch die kardiale Magnetresonanztomographie an, um eine Differenzierung genau vorzunehmen.
Dann abschließend noch zur Therapie. Nun, es gibt sicherlich die meisten Patienten, die stabile hämodynamische Kreislaufverhältnisse haben. Hier ist allerdings eine Monitorüberwachung für mindestens 48 Stunden notwendig, bis sich die QT-Zeit wieder normalisiert hat. Hier kann man auch an eine Herzinsuffizienztherapie denken, bis sich die Pumpfunktion nach ca. 8 Wochen komplett wieder normalisiert hat. Sollten wir aber Patienten haben, die bereits ein Lungenödem haben, ist die erste Frage, ob es eine linksventrikuläre Ausflussbahnobstruktion gibt. Denn die linksventrikuläre Ausflussbahnobstruktion ist der stärkste Prädiktor für die Entwicklung eines schweren kardiogenen Schocks. Sollte diese nicht vorliegen, kann man mit einer Diuretikatherapie und einer begleitenden Herzinsuffizienztherapie, die nach und nach initiiert wird, die Patienten behandeln. Haben wir aber eine Ausflussbahnobstruktion, dann sollte man an eine vorsichtige Flüssigkeitsgabe denken und kurzwirksame Beta-Blocker, um die Austreibung zu verbessern. Wenn das nicht besser wird, kann man auch an Levosimendan denken als Alternative zum klassischen Katecholamin. Diese sollte man nämlich bei den Patienten sehr, sehr zurückhaltend nur einsetzen. Patienten, die sich im schweren kardiogenen Schock befinden, gehören auf die Intensivstation und auch hier wieder die Frage zunächst nach der Ausflussbahnobstruktion, die sowohl in der Herzkatheteruntersuchung als auch in der Ultraschalluntersuchung gemessen werden kann. Wenn der Blutdruck hier über 90 ist, kann man ebenfalls an Levosimendan denken. Ist der Blutdruck allerdings unter 90 mm Hg systolisch, dann könnte man auch an einen Impeller als Kreislaufunterstützung denken. Wenn gleichzeitig auch noch ein Lungenversagen vorliegt, dann in Extremfällen die venoarterielle ECMO. Denken Sie bitte an die thromboembolischen Komplikationen. Wir haben hier einen Risikoscore entwickelt. Wenn wir hier über 3 Punkte haben, also zum Beispiel den apikalen Typ, dann hohe Leukozytenwerte und eine deutlich eingeschränkte EF, sollten diese Patienten antikoaguliert werden, damit es nicht zur Entwicklung von linksventrikulären Thromben kommt. Und ich komme auch schon zum Ende und möchte gerne zusammenfassen. Das Takotsubo-Syndrom ist am ehesten ein akutes Herzinsuffizienzsyndrom und gegebenenfalls auch eine mikrovaskuläre Form des klassischen akuten Koronarsyndroms. Wir unterteilen das Takotsubo-Syndrom in die typische apikale Form und die atypischen mitventrikulären, basalen und fokalen Formen. Es gibt den Diagnostic-Score, der die Wahrscheinlichkeit berechnet für das Vorliegen eines Takotsubo-Syndroms. Eine begleitende koronare Herzerkrankung ist sicherlich kein Ausschlusskriterium und ist relativ häufig bei den postmenopausalen Patienten. Neurologische und psychiatrische Komorbiditäten scheinen als Risikofaktoren zu wirken für die Entstehung des Takotsubo-Syndroms. Und es handelt sich sicherlich nicht, wie allgemein angenommen, um eine rein benigne Erkrankung. Die Prognose ist abhängig vom vorliegenden Trigger und insgesamt betrachtet ähnlich wie beim klassischen ACS. Und die Therapie in der Akutphase ist in erster Linie symptomatisch und abhängig vom hämodynamischen Zustandsbild und einer möglichen Ausflussbahnobstruktion. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, ich finde es schade, dass wir die Erkrankung nicht näher persönlich diskutieren können. Aber vielleicht ergibt sich diese Gelegenheit zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Herzliche Grüße vom Unispital aus Zürich. Auf Wiedersehen.